Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Let's Show, nenne ich es mal. Ich spiele schon seit einiger Zeit das Spiel Creativerse, der eine oder andere wird es kennen. Creativerse ist ein sogenanntes Sandbox-Game. Bei diesem Spiel kann man halt mit diesem Handschuh, den man hier sieht, halt Blöcke einsaugen und auch wieder platzieren und sich halt so die skurrilsten, coolsten Sachen bauen, wie man möchte. Es gibt verschiedene Materialien, man kann sich neue Materialien craften, man kann sich Blaupausen kaufen, die sehen so aus, die dann einen genau anzeigen, wo man was für einen Stein hinmachen muss. Ist ein wirklich vielseitiges Spiel, was noch, glaube ich, in der Alpha-Phase ist, was auch nicht ganz fertig ist, aber gibt es regelmäßige Updates, Verbesserungen und es hat sich auf jeden Fall schon sehr gemacht. Ja, hier ist ein kleiner Ausblick auf unseren Strand. Hier habe ich das erste Gebäude gebaut, von dem alles ausgegangen ist. Und ich mache jetzt mal einen kleinen Schwenker über das, was wir, ich muss sagen wir, weil wir zu zweit hier dran gebaut haben. Muss ich einmal kurz, mache ich einen kleinen Schwenker und zeigen, was wir gebaut haben. Man sieht hier, das ist hier einmal das Anfangsgebäude, was ich gebaut habe. Da erkläre ich gleich weiter. Oh, ein Pixie, was gerade schläft. Pebbles. Auf unserem See haben wir ein Schiff. Das werde ich auch noch jetzt zeigen. Da hinten ist ein Irrgarten und ein selbstgebauter, ja, ich nenne es mal Tempel. Ajo. Hier habe ich einen Raum, einen Teleporterraum gebaut. Das erkläre ich noch später. Ja, ein Haus im Landhaus-Stil. Hier, das ist ein Tower mit Hilfe eines Blueprints. Das haben wir letztens mal neu ausprobiert. Eine Pixie-Statue, also Statue hier von diesem Schwein. Ein riesiges maßstabsgetreues Stadion und hier ein Riesenturm. Vorbild war eigentlich die Space Needle von Seattle, aber boah, das ist so, diese Streifen an der Seite, da habe ich einfach keinen Nerv mehr zu. Okay, fangen wir an bei unserem ersten Gebäude. Das ist das Haus, wo alles passiert, wo gecraftet wird, gesammelt wird. Hier unten in der ersten Etage, das hier sind halt mehrere Kisten, wo wir halt verschiedene Sachen lagern, sag ich mal. Ja, eine großartige Ordnung haben wir hier nicht. Das sind auch noch Kisten. Hier haben wir auch noch welche. Ja, es ist schwierig, wenn man zu zweit spielt und viele Sachen craftet, irgendwie eine gewisse Ordnung zu halten. Es ist, in den Kisten ist es sehr chaotisch, sag ich mal. Hier haben wir zwei Crafting Tables, weil wir halt meistens zu zweit spielen. Das sind die ganzen Sachen, die man sich craften kann. Hier verschiedene Maschinen, Teleporter, Extraktoren. Wenn man kann zum Beispiel nicht alles mit dem Handschuh abbauen. Für manche Sachen wie Kohle, Diamanten, Obsidian braucht man halt Extraktoren. Desto besser der Extraktor, desto mehr holt er aus einem so einen Block raus. Das sind diese Mining Cells, also diese Handschuhe, die wir haben. Ne? Man fängt halt an mit einem Holz und arbeitet sich dann halt bis zum höchsten empor. Die nutzen sich dann halt auch bei bestimmten Materialien halt nicht mehr ab. Dann haben wir einmal Forge, also zum Einschmelzen verschiedener Sachen, halt wie Eisen, Diamanten und so, damit man die weiterverarbeiten kann. Prozessor, das sind eigentlich nur Sägen, wo man halt dann Scheiben oder Stäbe halt sägen kann, die man auch zum Craften braucht. Hier haben wir Lampen, verschiedene Tränke. Wenn man sich weiter nach unten gräbt, ist dieser Corruption-Bereich, den zeige ich vielleicht irgendwann mal. Da helfen halt diese Tränke, weil man sonst Schaden erleidet. Genauso Fire Resistance, wenn man im Lava-Bereich ist. Dann gibt es hier oberhalb noch einen Eisbereich, den kann ich vielleicht nochmal zeigen. Dann ist das hier von. Ja, dann hilft das halt, dass man nicht so schnell friert. Ja, und Poison Resistance halt, erklärt sich von selbst. Waffen, man fängt halt an mit einem Holzknüppel, kann sich ein Holzschwert machen. Über Stein, Metall, Obsidian, Diamant und Lumit zum Schluss. Genauso die Rüstung kann sich, das habe ich mir gekauft. Ein paar Raketen und ganz witzig, ein paar Bomben haben wir hier. Und hier sind halt die verschiedenen Blöcke, Dächer, Treppen, Fenster. Alles Mögliche, was man sich nach und nach halt, wenn man was craftet, kriegt man auch wieder neue Rezepte dazu. Also ich sag mal so, es gibt eine Menge Sachen und der Fantasie sind fast keine Grenzen gesetzt. Wie gesagt, hier unten ist der Raum zum Lagern und zum Craften. Dann haben wir in der ersten Etage, wie man sieht, sind hier drei Sägen. Noch was drin, also noch ein paar Slabs drin. Wie gesagt, man kann halt Steine sägen in sogenannte Rods oder Slabs. Genauso das gleiche mit Holz. Wenn man Blumen hat, kann man halt Farbe draus machen. Gibt noch verschiedene andere Sachen, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Und weil man hier oben halt
Slabs und Rods, also diese Scheiben und Stäbe machen kann, habe ich halt zwei Kisten mit zwei Schildern gemacht, wo man halt, damit hier halt eine gewisse Ordnung drin ist. Ne? Wenn man sagt, hier, ich brauche ein paar Slabs, dann weiß man genau sofort, aha, die Kiste ist es und die ist es hier für Rods. So war die Idee dahinter. Da habe ich hier oben noch einen kleinen Balkon gemacht. Noch einen kleinen Ausblick hier. Naja, eigentlich unnütz, aber andererseits nicht schlecht. So, ganz oben haben wir zwei Öfen. Da kann man halt, ich kann es ja einmal kurz zeigen. Hier haben wir auch drei Kisten, einmal Brennmaterial, weil man muss ja irgendwas haben, wo man den Ofen beheizt. Dann Erz, die man abbauen kann, die man halt einschmilzt, und eine Kiste für die fertigen Bars. Ja, wie man hier sieht, Lumit, Diamanten, Obsidian. Na gut, die sind jetzt Tempered Iron Bars. Da kann man halt, wenn man Iron Bars hat und die dann nochmal einschmilzt, hat man halt Tempered, also gehärtetes Eisen. Ich kann es einmal kurz zeigen. Ich nehme mal ein bisschen Kohle zum Heizen. Also, was man noch abbauen kann. Ich habe hier noch Sulfur, diese Corrupted Sachen kann man gut zum Heizen benutzen. Ja, gehärtete Lava. Und hier haben wir jetzt zum Beispiel ein paar Erze. Hier habe ich jetzt Iron Bars, die sind da falsch. Ich nehme jetzt mal Obsidian. Packe die Iron Bars hier rein. Und dann zeige ich das auch kurz. Hier einmal Obsidian zum Einschmelzen. Kohle zum Verheizen. Ich könnte jetzt auch noch hier, das sind Holz, Sachen, die sind gecraftet. Das ist normales Holz, was man vom Baum abbaut. Dann sieht man hier jetzt Fuel. Man braucht ein Kohle für ein Obsidian und das ist die Brennklasse. 2 von 3, schon ziemlich gut. Wenn ich jetzt das nehmen würde, bräuchte ich jetzt zum Beispiel 8 von den Blöcken, um ein Obsidian einzuschmelzen, weil das halt nur diese Klasse 1 hat. Das steckt dahinter. Dann kann ich das hier mal einschmelzen. Dann läuft das halt. Diamant dauert halt länger. Falscher Knopf. So, dann packen wir mal alles wieder hier zurück. Wo haben wir es? Da ist die Kohle. Da ist das. Das ist hier das erste Gebäude, was ich halt gebaut habe, damit man hier von hier aus anfangen kann, dann alles weitere zu machen. Ja, so Teppich oder hier so eine Bordüre, das ist halt, ne? Wie gesagt, der Kreativität sind kaum Grenzen gesetzt. Ja, man wundert sich vielleicht, warum hier so viele Fackeln sind. Es gibt halt auch einen Tag-Nacht-Zyklus, und wenn es da dunkel ist, einmal werden die Gegner dann hier halt aggressiver. Und ja, es wird halt dunkel, da hat man halt hier Licht. Aber man hat hier jetzt keine Taschenlampe oder sowas. So, gehen wir mal von unserem Häuschen den Weg weiter in mein, ja, großes Landhaus. Hier geht's rein. Ja, den Ofen hatte ich gemacht vor einem Update. Da konnte man Lava reinmachen und mit so einer Feuerbombe. Also mal diese gehärtete Lava konnte man reinmachen mit Hilfe einer Feuerbombe. Ja, war dann hier drin Lava. Das sah dann richtig, sah dann ziemlich cool aus, dass man hier halt einen Ofen hatte. Weil wenn ich jetzt, man kann jetzt zwar Lava einsaugen, aber wenn ich die hier reinpacke, wird es gehärtete Lava und das, naja, wurde mit dem Update halt irgendwie rausgepatcht. Schade, aber es gibt Schlimmeres. Hier halt Fenster, Stühle. Schöne. Das Fenster mit Iron Bars. Hier hinter ist noch ein kleiner See. Kann man den sehen? Ja. Boah, ein bisschen. Bücherregal kann man sich auch craften. Ja, und 1000 Meter hohe Decke. Oh, eigentlich relativ unspektakulär. Wie gesagt, nur ein bisschen ausprobieren, ein bisschen bauen. Aber eigentlich, wenn sich das so anguckt, finde ich, ist ganz nett. So, ja, das Teil habe ich nicht gebaut. Rote Rakete. Warum das da oben grün ist, ich weiß es nicht. So. Gehen wir mal zum Schiff. Das habe ich auch nicht gebaut. Das war auch der Titan. Aber ich denke mal, es ist okay, wir müssen das mal angucken. Halt aus Woodwall, das craftet man sich auch. Boah, schönes kleines Schiffchen. Segel. Weißen Steine sind Limestone Walls zum Beispiel. Ich glaube, nach unten konnte man auch gehen. Jawohl. Kann ich da rein crouchen? Crouchen geht nicht. Egal. Ja, hier unten halt Kombüse. Was heißt nicht Quatsch, Kombüse. Kajüte nennt man das, glaube ich, halt. Ein paar Betten zum Schlafen. Ganz nett. Ein kleines Schiffchen. Was auf einem See ist und nie niemals ablegen wird.
Gehen wir mal weiter. Das, wie gesagt, das ist hier der Bereich, den ich jetzt nicht gemacht habe. Hier, man findet hier zwischendurch auch ein paar Truhen. Kann man die Sachen einsammeln. Aber die braucht man nicht. Wenn man geht, man kann, über Tab kann man wechseln. Halt zur Waffe. Da kann man halt aber nichts abbauen, sondern schlägt man halt und wehrt sich gegen Gegner. So, hier haben wir den Irrgarten. Ist halt ein Irrgarten. Ziemlich, mit ziemlich großem Aufwand auch gemacht. Aber ist cool geworden. Ich latsche jetzt nicht durch, weil... Ich weiß auch nicht, ich habe es schon ein paar Mal versucht. Klar, irgendwann schaffe ich es, aber man verläuft sich halt. Ist halt ein Irrgarten. Ich kann einmal von oben vielleicht zeigen. Moment. Von hier vielleicht, genau. Es gibt halt, genau, hier ist dann der Ausgang, eine Treppe. Das ist halt ein richtiger Irrgarten. Und ist auch gar nicht mal so kurz. Ist echt cool gemacht. War echt coole Idee. Gefällt mir. Aber wie gesagt, ich latsche jetzt nicht durch. Das wäre ein bisschen... Ja, ich will. Okay, ich will mich jetzt auch nicht so herbe blamieren. Gehen wir mal hier hoch. Ja, eine schöne Aussichtsplattform. Da hinten sieht man zum Beispiel, da fangen die Canyons an. Die Welten sind halt auch so ein bisschen unterteilt. Wenn man in die Richtung weitergeht, kommt man dann in so einen Nadelwald. Dann kommt man irgendwann in so einen Dschungel, Savanne und Eiswelt. In die Richtung, in diese Richtung sind halt Canyons. Aber viel weiter sind wir da auch noch nicht gegangen. Und man kann sich halt nach unten bewegen, nach unten graben, dann kommt man dann halt in andere Ebene, irgendwann Feuer sag ich, in Lava-Welt und Sachen, wo dann so corrupted sind. Ich weiß jetzt auch nicht, was das heißt, aber da, wie gesagt, je tiefer man geht, desto wertvollere Erze findet man. Hier ist so ein kleiner Tempel gebaut, mit diesen Glasfenstern, die man sich craften kann. Habe ich, glaube ich, auch noch welche im Inventar, hier die grünen. Auch ganz nett geworden. Können wir uns ja mal eben von der kleinen Aussichtsplattform hier angucken. Mit F oder der rechten Maustaste öffnet man Türen. So, dann sind wir hier oben. Ja, die Sichtweite beim Spiel ist auch begrenzt, ne? Wie gesagt, es ist noch in der Alpha-Phase. Von hier oben sieht man nochmal super gut den Irrgarten. Eingang. Und dann gibt es irgendwo einen Weg durch. Tempel sieht man. Wunderbar. Was man auch hat, jeder Spieler hat einen Teleporter. So eine Plattform, die man sich irgendwo setzen kann. Ich habe meinen zum Beispiel in unserem Haupthaus. Da kann sich jeder hin teleportieren. Ist halt praktisch, wenn man mal weiter weg ist und will dann halt wieder zurück zur Main Base. Ganz einfach auf T, Teleporter. Der Titan hat seinen Teleporter, glaube ich. Ich weiß jetzt gar nicht, wo der ist. Deswegen teleportiere mich zu mir. So, da sind wir wieder. Das ist nämlich die Teleporter-Plattform. Habe ich gerade vergessen zu erwähnen. So. Dann hätten wir schon mal die rechte Seite unserer kleinen Welt abgehakt. So, dieses Gebäude habe ich neulich erst gebaut, weil ich neulich erst gerafft habe, wie diese anderen Teleporter funktionieren. Teleporterraum, damit jeder sofort Bescheid weiß. So, dieser Teleporter führt in die Savanne. Da steht nämlich dann das passende Gegenstück dazu. Dieser halt im Dschungel und dieser führt in die Eiswelt. Das passende Gegenstück. Für Leute, die es interessiert, wie es funktioniert, man kann immer zwei Teleporter miteinander verbinden. Und zwar F für Interact. So. Hier steht einmal This Portal Code und einmal Teleport To. Also man muss diesem Teleporter einen Code vergeben. Dann kann man halt... Ich hätte jetzt hier auch nur eine Farbe reinmachen können. Ist ja auch scheißegal. Wie gesagt, dieser Teleporter Code hat den Code dreimal blaue Farbe. Und der teleportiert zum Teleporter dreimal Schnee. So, und diesem anderen Teleporter muss man halt dann auch diesen Code verpassen. Nur dann halt umgekehrt. Und dann funktioniert das problemlos. Ich kann ja mal kurz zeigen, ich gebe den Teleporter in die Eiswelt. Mal kurz laden. So, wo sind wir? Da sind wir. Und hier sind wir in der Eiswelt.
Das ist auch nicht mein Projekt, wie man sieht. Einmal unten rechts sieht man eine Leiste mit einer Schneeflocke, die sich langsam auflädt. Das heißt, wir frieren. Oben rechts steht ja auch Temperatur. Und wenn die Leiste irgendwann voll ist, wird man, glaube ich, weiß ich, ist mir noch nicht passiert, weiß nicht, ob man dann sofort tot ist oder erstmal Schaden nimmt. Was aber auch interessant ist, hier zum Beispiel eine Fackel. Die ist jetzt nicht gebaut, weil es hier dunkel wird oder so, sondern um sich aufzuwärmen. Ich stelle mich jetzt hier hin. Die Temperatur oben steigt auf 33 Grad und die Schneeflocke unten verschwindet. Wunderbar. Kann ich aber noch mal kurz das hier zeigen. Wie gesagt, das ist noch nicht ganz fertig. Das soll auch ein kleines Eisschloss werden. Hier sieht man schön, wie der ein Viertel vom Berg abgetragen wurde. Ganz nett. Aber wie gesagt, ich wollte nur zeigen, wie die Teleporter funktionieren. Jetzt kann ich hier wieder zurückgehen. Und kommen wieder am anderen Teleporter raus. Zack. Na komm. Ist halt ein Spiel, wo man echt seine Kreativität und was man sonst noch so hat, kann man da echt freien Lauf lassen, aber das frisst auch richtig viel Zeit, wenn man sich irgendwie was vorgenommen hat. Und ich oder wir beiden neigen auch schon mal dazu, zu echt zu übertreiben. Okay, das waren jetzt erstmal hier so die ersten Sachen, so die so wichtig sind. Ja, gut, was heißt wichtig? So, das Haus hinten brauche ich nicht, aber Teleporter für andere Welten hier, Crafting Table, Forges und ja, halt diese Sägen, das muss man haben, um irgendwas hier reißen zu können. Gut, den ersten Teil habe ich jetzt schon mal gezeigt und ich würde sagen, in der nächsten Folge gehen wir mal nach links rüber und dann werde ich erstmal dieses Riesenstadion erstmal, werde ich euch mal zeigen. Das hat auch so lange gedauert, das zu bauen. Aber das zeige ich euch in der nächsten Folge. Gucken wir mal, wie man sieht, ja, jetzt wird es langsam dunkel, ich überlege, obwohl das ist alles beleuchtet. Okay, kurze Aufnahmepause. Nächste Folge gibt es das Stadion. Ich hoffe, wir sehen uns mal wieder. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.